Freude am Wandern, der Wanderpodcast von Imbach Reisen. Mein Name ist Tamina Meier und es freut mich sehr, dass der Imbach Wander- und Reiseleiter Klaus Grimm uns die Wanderreise «Grünes Band am Harz» heute genauer vorstellt. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Es freut uns sehr, dass du den Weg aus Deutschland zu uns auf Luzern auf dich genommen hast. Stell dich doch zu Beginn ganz kurz vor. Ja, zunächst einmal herzlich willkommen auch. Ja. Und habe diese Fahrt heute vom Schwarzwald nach Luzern gerne angetreten. Denn das Thema Harz, das ist bei mir eine ganz lange Leidenschaft schon. Ich selber bin Geograf und ich mache im deutschsprachigen Raum in verschiedenen Reisedestinationen mache ich Wanderwochen mit sämtlichen Ökosystemen, so wie sie gerade kommen, mit Kulturgeschichte, regionaler Literatur, regionale Geschichte, Landeskunde, so wie es gerade einfach passt. Und lade meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne ein, eine Landschaft mal mit, nicht nur als schön zu betrachten, sondern hinter die Kulissen einer Landschaft zu schauen. Und da ergeben sich in der Regel immer sehr, sehr angenehme Gespräche. In der Gruppe, als auch unter 4 oder 6 Augen. Zum Harz habe ich eine ganz spezielle Verbundenheit. Ich bin ein Kind der Nachkriegsgeneration. Und ich kann einfach sagen, zu Hause wurde die Zeit, die dann letztendlich zur Zweiteilung von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hat, wurde sowohl zu Hause als auch in der Schule tabuisiert. Ich habe mich da immer gefragt, je älter ich dann vor allen Dingen auch wurde, warum wird es verschwiegen? Mhm. Und neben der Berliner Mauer ist der Harz die Landschaft in Deutschland, die mich mit der Nachkriegsgeneration unglaublich geprägt hat. Ich habe immer einen Drang gehabt, an der innerdeutschen Grenze mich aufzuhalten. Und ich habe immer einen Drang gehabt, mehr zu wissen, als gesagt wird. Mhm. Und das ist die eigentliche Motivation. Denn der Harz, muss man ganz klar sagen, steht für mich sinnbildlich für das geteilte Deutschland von 1945 bis 1989. Ich habe ein Zitat von der Frau Dönhoff, die war lange Zeit, über Jahrzehnte muss man sagen, Mitherausgeberin der politischen Wochenzeitung Die Zeit in Deutschland. Die hat gesagt, und jetzt komme ich direkt auf das Sperrgebiet der innerdeutschen Grenze, zu der der Harz gehört, die hat Folgendes gesagt: Nirgendwo sonst gibt es eine Grenze, die so verschiedene Welten voneinander trennt. Nirgendwo sonst spielt es eine Rolle, ob man 100 Meter weiter rechts oder links geboren wird. Das ist sehr aussagekräftig, mhm, finde ich. Und der Harz heute, Gott sei Dank, ist nicht mehr Teil der innerdeutschen Grenze, die ja fast 1200 Kilometer lang war, von der Ostsee bis an die tschechische Grenze reichend. Und mitten durch den Harz verlief dieser Todesstreifen. Und dieser Todesstreifen mit als Sperrgebiet der innerdeutschen Grenze, dieser Todesstreifen, der hat im Grunde genommen eine unglaubliche junge Geschichte. Und mich berührt es immer, wenn ich dort bin, auch wenn ich heute über den ehemaligen Todesstreifen drüber hinweggehe, der natürlich mittlerweile von Minen und so weiter alles befreit ist. Aber das hinterlässt bei mir eine gewisse Emotionalisierung, mhm, gebe ich ganz ehrlich, mhm, zu. Und ich bin auch dankbar, dass ich erleben darf, das Überwinden dieser Zwei-Staaten-Lösung in Deutschland. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Mhm. Und das ist meine Faszination für den Harz, weil ich das selber erlebt habe. Das ist die Motivation für diese Reise. Und außerdem ist der Harz natürlich ein unglaublich attraktives Mittelgebirge. Mhm.
Sehr interessant, dass du das so, so persönlich kannst übergeben und überbringen. Was genau ist das grüne Band und was ist denn so speziell an dem grünen Band? Also das grüne Band ist eigentlich, wie gesagt, von der Ostsee bis zur tschechischen Grenze mehr als 1100 Kilometer lang dieser tote Streifen, der im Laufe, vor allem in den 50er und 60er Jahren, zu einem Bollwerk eigentlich des Einmauerns, geworden war. Da muss man sich vorstellen, ein 50 Meter breiter Streifen, der überfrachtet ist mit Leuchttürmen und mit verschiedenen Zäunen, Stacheldraht, einem Kolonnenweg. Und die normale Bevölkerung der DDR, die durfte in dieses Sperrgebiet überhaupt nicht gehen. Das mussten lediglich Leute, die absolut der SED zugeneigt waren, die durften hier dieses Gebiet überhaupt noch betreten. Und im Zuge und hinter diesem Todesstreifen, jetzt Richtung DDR, landeinwärts gehend, das war, wie gesagt, im Grunde genommen ein Naturschutzgebiet, was dann natürlich auch eine ganz spezielle Fauna und Flora über Jahrzehnte entwickelt hat. Und der BUND, also der Bund für Umweltschutz und Naturschutz in Deutschland, dem ist es gelungen, unter seiner Federführung vor allen Dingen, dass dieser tote Streifen und plus der Streifen dahinter, dass der unter Naturschutz gestellt werden konnte. Und das ist natürlich gerade in Mitteleuropa mit seiner hohen Bevölkerungsdichte, ist das natürlich ein Geschenk der Natur. Mhm. Unsere Unterkunft ist in Wernigerode. Und das ist ja ein besonders guter Ausgangspunkt für die Wanderreise. Ist das richtig? Das ist richtig. Wernigerode liegt gar nicht weit weg von der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und Wernigerode hat etwa so 35.000 Einwohner mit einer fantastischen Altstadt. Wernigerode ist Mitglied der Deutschen Fachwerkstraße und hat über 700 Fachwerkhäuser in der Altstadt. Das ist beeindruckend und hat eines der, ich würde sagen, der Top 3 Rathäuser in ganz Deutschland. Ein beeindruckendes Bauwerk. Und das Hotel selber liegt direkt am Rand der Altstadt. Also man kann zu Fuß im Grunde genommen alles dort erreichen. Und man fühlt sich einfach auch wohl, wenn man ein bisschen schlendern will, am Abend zum Beispiel noch ein bisschen. Ja, also es ist eine ganz tolle Ausgangslage und Wernigerode ist auch ein hervorragender Ausgangsplatz für Touren, die man erstmal mit dem Bus oder mit der Bahn hier bewältigen muss. Mhm. Also idealer geht's gar nicht. Geht's gar nicht. Das ist ja eine Wanderreise, die wir hier zusammen organisieren. Wie sind denn die Wanderungen genau, die wir dort unternehmen und wie sind die Begebenheiten der Wanderwege? Also die Wanderungen, die kann man sich eigentlich ein bisschen gut vorstellen, vergleichbar mit dem Schwarzwald. Mhm. Wir sind natürlich nicht im alpinen Bereich, klar. Wir haben natürlich je nachdem durchaus knackige Kurzanstiege, aber die sind natürlich nicht so gewaltig von den Höhenunterschieden her. Und ich bin immer bemüht und bestrebt, weil ich es einfach auch selber als Wandererlebnis liebe, möglichst naturbelassene Pfade und Wege auszuwählen. Das kann dann schon mal passieren, dass mal vielleicht ein kurzes Stück Asphalt dabei ist, aber das sind sehr geringe Entfernungen nur. Ja, das klingt nach einer sehr vielfältigen Wanderreise mit geschichtlichem Hintergrund, kulturellen Sehenswürdigkeiten und sehr schönen Wanderungen. Wieso findest du, sollen unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt auf die Wanderreise? Also der Harz, das ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht angedeutet habe, zusätzlich hat, neben dieser innerdeutschen Geschichte,
allein das ist hochinteressant und interessant ist vor Dingen auch bei einer Wanderung wird ein ehemaliger Grenzbeamter, der direkt dort jahrzehntelang gearbeitet hat, wird eingeladen und wird aus seiner beruflichen Vergangenheit und mit seinen Erlebnissen direkt an der Grenze wird er schildern. Und das ist allein schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und die andere Sache ist, der Harz, der steht im, also das landschaftliche Bild vom Harz ist stark geprägt vom Klimawandel. Mit den Stürmen in den vergangenen Jahren, mit den Hitzeperioden, mit den Dürren. Und man muss einfach sehen, was wir auch in anderen Ecken, ich bleibe jetzt in Mitteleuropa, erlebe, dass der Wald zum Teil ganz schön stöhnt. Und wenn eine Monokultur Fichte, die über Jahrhunderte sich so entwickelt hat im Harz, wenn die hier mit diesem Klimawandel in Berührung kommt, dann leidet dieser Wald, dieses Ökosystem. Und den Harz muss man sich im Moment vorstellen, wenn man sowas noch nie gesehen hat, in höheren Lagen, sagen wir mal so oberhalb von 600, 700 Meter, großflächig im Grunde genommen Waldsterben. Mhm. Das ist erst einmal erschütternd. Man sieht ganz skurrile Baumskelette, viel Totholz und denkt, um Gottes Wille, das ist ja ganz schlimm. Und auf der anderen Seite sieht man, wie der Wald im Wandel sich selber wieder erholt. Und in tieferen Lagen, wo das Waldsterben schon früher, also Waldsterben bezeichne ich heutzutage aufgrund vom Klimawandel als Waldsterben 2.0, 2.0, wo der Wald im Grunde genommen sich in faszinierender Weise erholt und wo man die Kraft und den Überlebenswillen einer Natur vor Augen geführt wird. Und diese ganz vehemente Waldsterbensfläche, wenn man diesen Blick mit einer anderen, wenn man die wie eine Münze, wenn man die einfach rumdreht, da sieht man eigentlich die Hoffnung, die Zukunft und diese Spanne, die finde ich beeindruckend. Und das, was in vielen anderen Waldgebieten in Mitteleuropa schleichend passiert, das passiert hier im Schnellverfahren. Und das finde ich eine fantastische, fantastische Sicht, die man hier kriegt. Und in tieferen Regionen, da sieht man jetzt schon die nächste Waldgeneration. Und das macht einen total zuversichtlich. Sehr spannender Aspekt. Mhm. Ja, das ist so. Mhm. Gibt es noch irgendetwas, wo du möchtest speziell erwähnen oder mitgeben? Also was ich total gut finde, dass zum Beispiel berühmte Dichter, Literaten, also deutsche Dichter, Literaten wie Goethe, wie Heine, Fontane zum Beispiel, die habe den Harz ebenfalls aufgesucht und die waren total aus dem Häuschen, muss man dazu sagen. Und das kann ich auch nachvollziehen und verstehen. Mir geht es nämlich genauso. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, das ist der Brocken, die höchste Erhebung von 1141 Meter, glaube ich. Den Brocken, den man schon von Weitem sehen kann, drumherum ist im Grunde genommen ein flaches Gebiet. Der Harz ist auch das nördlichste Mittelgebirge in Deutschland. Und der natürlich auch sehr sagenumwoben ist. Stichwort Walpurgisnacht. Schön. Danke dir vielmals für deinen Besuch, lieber Klaus, und die sehr interessanten Hintergrundinformationen zu dieser Reise. Eins darf ich noch ergänzen vielleicht. Und zwar, es gibt eine historische Schmalspurbahn, die in Wernigerode startet und auf den Brocken hochführt. Die Fahrt dauert etwa nicht ganz 90 Minuten. Und allein diese Fahrt auf den Brocken hoch mit der Schmalspurbahn ist in der Tat
etwas sehr, sehr Kurzweiliges. Da fühlt man sich in eine ganz andere Zeit versetzt. Danke dir vielmals. Und mehr Informationen zu der Reise finden Sie unter www.imbach.ch. Dort ist auch das gesamte Programm ersichtlich.